Freunde der Zahltagstrategie. Ich bin's wieder, Nils Gajowi. Ja, ich bin gebeten worden, doch mal ein paar Worte über eine Software zu verlieren, die ich gelegentlich benutze oder um nicht zu sagen standardmäßig benutze, wenn es darum geht, fundamentale Analysen durchzuführen. Die Rede ist von FastGraphs. FastGraphs ist ein kostenpflichtiger Abo-Service. Es gibt verschiedene Abonnements zwischen $9,95 im Monat bis zu $480 im Jahr ist da alles drin für eine Einzelplatzlizenz. Welche Lizenz für Sie die richtige ist, das müssen Sie selbst entscheiden. Auf der Webseite gibt es dazu eine genaue Übersicht und es gibt natürlich auch eine 14-tägige Testphase, wo man genau ausprobieren kann, was die Software kann, ob sie dann den eigenen Bedürfnissen entspricht oder ob man sie sich besser doch nicht leistet. Meine Grundüberlegung dabei ist immer, wenn Sie $400 oder $500 im Jahr für so eine Software ausgeben wollen, dann sollten Sie sie natürlich auch regelmäßig nutzen. Ansonsten macht es durchaus Sinn, sich immer wieder mal für kürzere Zeiträume, beispielsweise für 4 Wochen, diese Software zu gönnen. Wenn man eine Liste zusammen hat, vielleicht von 10 oder 15 Aktien, die man analysieren möchte, dann braucht man eben in den restlichen 11 Monaten des Jahres diese Software nicht. Also überlegen Sie, ob Sie das Geld wieder reinverdienen können, was Sie für so eine Software im Jahr ausgeben. Das ist immer die Grundüberlegung bei jeder Investition, wie rentabel ist sowas. Nun, was kann FastGraphs und was kann es nicht? FastGraphs ist ein Tool, was sich die einzige wissenschaftlich begründete Tatsache der Märkte zunutze macht. Und diese wissenschaftliche Tatsache lautet, die Kurse einer bestimmten Aktie oder eines bestimmten Rohstoffes oszillieren um den fairen Wert. Das hat der Mathematiker Benoit Mandelbrot seinerzeit am Beispiel der ägyptischen Baumwolle mathematisch bewiesen. Nun, was macht FastGraphs daraus? FastGraphs berechnet zunächst einmal den fairen Wert einer Aktie. Ich habe hier mal mitgebracht die Aktie von Qualcomm. Man sieht eine orangene Linie und diese orangene Linie ist nach bestimmten mathematischen Kriterien, die man auf der Webseite nachlesen kann, der faire Wert der Aktie. Dieser Aktienwert ändert sich relativ wenig. Er berechnet sich auf der Grundlage der Vielfachen von dem Gewinn pro Aktie, den das Unternehmen erwirtschaftet. Nun, normalerweise ist das schon ein erster Anhaltspunkt für den Aktienkurs. Ein zweiter Anhaltspunkt ist aber immer die blaue Linie und die ist das durchschnittliche Kursgewinnverhältnis, abgekürzt KGV, hier über einen Zeitraum von 20 Jahren, mit dem die Marktteilnehmer Aktien bewertet haben. Also hier bei der Qualcomm-Aktie sieht man, die blaue Linie und die orangene Linie fallen nicht zusammen. Die dritte Linie, die wir jetzt hinzufügen, das sind tatsächlich die Aktienkurse. Also wir haben hier eine schwarze Linie, die deutlich unterhalb der blauen Linie verläuft und deutlich unterhalb der orangenen Linie. Und das bedeutet, im Augenblick bewerten die Marktteilnehmer die Aktie von Qualcomm sowohl auf der Basis der zukünftigen Gewinne als auch auf der Basis des Kursgewinnverhältnisses mit einem Abschlag auf den historischen Durchschnitt. Das heißt, die Aktie ist unterbewertet. Nun können wir noch eine weiße Linie hinzufügen. Das sind die jährlich ausgeschütteten Dividenden. Wir sehen, die Linie steigt von links nach rechts tendenziell an. Das ist also eine Aktie, die regelmäßig die Dividende angehoben hat. Wir fügen noch die hellgrün schraffierte Fläche hinzu und dann sehen wir, das ist der Anteil der Firmengewinne, der an die Aktionäre ausgeschüttet wurde, der also im Unternehmen verblieben wäre, wenn man keine Dividende gezahlt hätte. Nun, der alte Herr Costolani hat mal gesagt, Preis und Wert verhalten sich wie Hund und Herrchen. Das heißt, der Preis läuft immer um den Wert herum. Es gibt Phasen, wo die schwarze Linie, sprich der Aktienkurs, deutlich unterhalb des fairen Wertes und des durchschnittlichen KGVs verläuft. In solchen Situationen möchte ich
dieses Unternehmen genauer unter die Lupe nehmen, denn hier könnte sich eine Kaufchance auftun. Es gibt aber auch das Gegenteil, dass die schwarze Linie deutlich oberhalb der blauen und deutlich oberhalb der orangenen Linie verläuft. Hier mal als Beispiel die Aktie von Boeing. Da sieht man sehr schön, dass der Aktienkurs dem fairen Wert weit davongelaufen ist. Solch eine Aktie hat natürlich erhebliches Rückschlagspotenzial. Das ist das ganze Geheimnis von FastGraphs. Die Software kann natürlich noch viel mehr, aber ich will ja keine Färbeveranstaltung machen, sondern ich will Ihnen einfach nur an diesem grafischen Beispiel zeigen, wie man den Unterschied zwischen Wert und Preis tatsächlich sichtbar machen kann. Und für alle die, die sich nicht gerne durch 10K-Berichte und seitenlange Excel-Tabellen durchwühlen, so wie ich beispielsweise das auch nicht gerne mache, wer also mehr ein visueller Typ ist, für den ist FastGraphs möglicherweise eine Alternative zum herkömmlichen Tabellenschreiben, Tabellenstudieren und Tabellenlesen. Ja, in diesem Sinne, passen Sie drauf auf Ihr liebes Geld, auch wenn Sie sich eventuell dafür entscheiden, FastGraphs zu abonnieren. Ich habe da nichts davon, ich kriege da auch keinen Gewinnanteil irgendwie von dem Lieferanten. FastGraphs hat auch einen eigenen YouTube-Kanal und Sie finden auf Seeking Alpha bei vielen Aktienanalysen diese Grafiken eingeblendet, insbesondere auch, wenn es um REITs geht, wenn es um Energietitel geht und viele, viele andere Titel, dann ist das immer eine der am stärksten aussagekräftigen Quellen, auf die ich sehr, sehr gern zurückgreife. Muss man alles glauben, was FastGraphs zeigt? Nein, das muss man natürlich nicht. Hin und wieder entstehen auch sehr abstruse Bilder und die muss man dann eben auf Herz und Nieren prüfen. Da fängt dann die Arbeit des Analysten tatsächlich an. Also, machen Sie Ihre Schularbeiten, passen Sie auf Ihr Geld auf und ich freue mich auf Ihre Kommentare und Fragen. In diesem Sinne, alles Gute bis zum nächsten Mal, Ihr Nils Gajowi.